Tja, Grappa, wollen wir die Quest mit dir da mal starten? Ich denk mal, ich fütter dich vorher nochmal. Für Level 9 wird es jetzt zum Start der Quest wohl nicht reichen, aber man kann es ja zumindest mal versuchen. So. Ach nee, reicht nicht. Naja, mal schauen, wann Grappa jetzt Level 9 wohl erreichen wird. Ich gehe jetzt mal... Ah, hab direkt auch was beim Tagesplaner gemacht. Oh, ich hab... Was nehme ich mir denn? Nehme ich die 4 goldenen Bücher oder gleich 40... Nee, sorry, 40 Diamanten sind dann doch mehr wert. Dankeschön. So, dann... ja, hier ist leider immer noch nichts Neues. Also hier, nee. Wollen wir doch mal fragen, was Hagrid so auf dem Herzen hat. Wird ja wahrscheinlich wieder eine 1-Stunden-Aufgabe sein. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er ja... Oh, der ist auch da... Oh! Grappa hat ein bisschen hier gewütet. Hagrid, was macht Grappa da in deinem Garten? Das ist eine gute Frage, Cody. Ja. Dieses Grappon und ich sind dabei, uns miteinander anzufreunden. Wenn du meinst. Was ist mit deinem Garten? Er ist total verwüstet. Wow. Ach, mein Garten. Das würde ich gar nicht bemerken. Nur ein paar Korn und Köpse, die sind aus der Quetsche worden. Mit denen ich mir wirklich viel Mühe gegeben hatte. Hagrid? Kein Problem, Cody. Hör zu, ich werde dir alles darüber erzählen. Ja. Nachdem ich dir alles über dieses Grappon erzählt habe. Ja gut, dann fang mal an zu erzählen, Hagrid. Hagrid, du hast mir immer noch nicht erzählt, warum in deinem Garten ein Grappon herumläuft. Grappon heute ist noch widerstandsfähiger als Drachenleder. Die meisten Zauber brannten einfach von hier ab. Bergtrolle versuchen manchmal Grapphörner zu zähmen und auf ihn zu reiten. Die meisten Grapphörner sind ziemlich aggressiv, das gilt auch für dieses Exemplar, ist ja auch noch nicht auf Maximallevel. Diese Geschöpfe fänden ihr Tentakel, um sich Futter in ihr Maul zu führen. Ja, das habe ich schon mal beobachtet. Sieh dir nur die winzigen Füße an, sie sehen aus wie 4 kleine Daumen. Ich habe noch nicht viele Grapphörner gesehen, aber ich glaube, dieses Exemplar sieht müde aus. Hallo Grappa, schön dich wiederzusehen. Ja, hallo, bitte. Hagrid, achso, ja doch, wir sind durch. Gut, dann. Das Grappon ist ein interessantes Geschöpf und das ist noch gelinde gesagt. Es hat 4 Daumen an jedem Fuß, ein Maul voller Tentakel und eine Haut, die Zauberprallen lässt. Boah, was findet ihr? Allerdings, so ist es. Du hast schon viel seltsame Dinge gesehen, Cody. Was findest du am Grappon besonders einzigartig? Naja, Haut, die Zauberprallen lässt und Maul, das ist schon. Wofür braucht man 4 Daumen an jedem Fuß? Immer diesen Tentakel erinnern mich so an... Wie hießen die? Die Oop. Die Oop von Dr. Who. Ich finde es besonders interessant, dass sie einmal voller Tentakel haben. Ich frage mich, wie viel Kontrolle sie über diese Tentakel haben. Das ist eine interessante Frage, Cody. Vielleicht sollen wir versuchen, es herauszufinden. Okay, Hagrid, du hast mir alles über das Grappon erzählt. Wie versprochen, solltest du mir jetzt sagen, warum in deinem Garten ein Grappon herumläuft. Und warum es so müde aussieht. Nun, ich schätze, das ist nur fair. In Wirklichkeit, Cody, habe ich dieses Grappon vor einem Bergtroll gerettet. Vor einem Bergtroll? Ich hatte keine Ahnung, dass Grappon hier ist, weil du es gerettet hast. Also Grappa. Allerdings, das arme Grappon hatte Ärger mit einem Bergtroll. Darum habe ich es hergebracht, damit es sich ausruhen kann. Ist es verletzt? Ich glaube nicht, nur müde. Aber das ist normal nach einem Kampf mit einem Troll. Ach du meine Güte, das arme Ding. Okay, aber warum erholt es sich dann nicht im Reservoir für magische Geschöpfe? Nun, dieses Grappon wollte einfach nicht dort bleiben. Jedes Mal, wenn ich es ins Reservoir zurückbringe, kommt es einfach wieder angerannt und trampelt alles kaputt. Darum habe ich dich auch hergerufen. Ich brauche deine Hilfe mit dem Grappon. Und wie kann ich dir helfen, Hagrid? Nun, dadurch, dass ich bereits mit Grappa angefreundet hast, ich hatte gehofft, du könntest dich mit Grappa anfreunden. Du hast doch gerade gesagt, dass ich das schon erledigt habe. Und herausfinden, warum es nicht im Reservoir bleiben will. Ich habe alles versucht, aber das Grappon will einfach nicht auf mich hören. Ich habe schon Ärger bekommen für das Chaos, das es angerichtet hat. Du bist meine letzte Hoffnung, Cody. Ich werde dir helfen, Hagrid. Und ich werde jemanden zu Hilfe holen, der Tevin genauso wie du liebt. Barnaby. Oder Liz. Nee, aber erst verbringe ich einfach Zeit mit Grappa. Ja, ich muss jetzt wahrscheinlich jetzt freischalten. Ja, Grappon freischalten ist schon erledigt. Ich kann es kaum erwarten, ein Grappon zu sehen. Wer zuerst dort ist, hat gewonnen. Ich bin doch schon da. Naja, dann halt woanders anscheinend. Wo denn, Barnaby? Ach, jetzt. Sorry, okay, Barnaby gewinnt. Ich habe noch eine Schoko. 2 Schokofroschkarten sogar. Das war Mungo. Wer war das nochmal? Ach, das war der Erfinder der Stink. Nee, was, der Erfinder der Stinkbombe? Ja, doch, war er. Crunion. Gut, danke schön. Oh, und ich hab. Schön.
ist für eine 3-Stunden-Aufgabe reicht das ja perfekt. Also, gehen wir mal hier rein. Hallo, oh, da liegt es aber echt schwächlich. Als ich jetzt vorhin gefüttert habe, sah es aber besser aus. Du lieber Himmel, ich weiß, dass du mir versprochen hast, ich würde ein Grappon zu sehen bekommen, Cody. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so niedlich ist. Du findest Grappa niedlich? Absolut, du etwa nicht? Niedlich trifft es nicht ganz, Barnaby. Oh, du hast recht. Das Grappon ist majestätisch, wild. Alles an ihm schreibt einfach, umarme mich. Komm her, Grappa. Dir fehlt eindeutig eine Barnaby-Umarmung. Nein, doch nicht. Na, dann halt nicht. Vielleicht solltest du dir die Umarmung für später aufheben, Barnaby. Das Grappon kennt dich nicht gut genug, um dich in seiner Nähe zu dulden. Wenn wir herausfinden wollen, warum dieses Grappon nicht im Reservoir bleiben möchte, müssen wir uns mit ihm anfreunden. Cody und Barnaby schließen Freundschaft mit dem Grappon. Lass uns sofort anfangen. Okay. 3 Stunden gehen ja relativ schnell vorbei und ich habe genau 38 Energiepunkte, also genau die Zahl, die ich brauche. Ich frage mich, ob Grappa manchmal einfach nur umherwandeln. Das hätte Hagrid bestimmt erwähnt. Wer ist ein braves, starkes Grappon? Na, du bist ein braves, starkes Grappon. Grapphörner werden beinahe ausgestorben. Glücklicherweise haben sie sich mit etwas Hilfe wieder vermehrt. Dieses Grappon sieht total erschöpft aus. Es solle sich dringend ausruhen. Grappon sieht ziemlich nervös aus. Findest du nicht? Ich kann es kaum glauben, dass ich wirklich ein Grappon aus der Nähe zu sehen bekomme. Grappon ist auf seine eigene Art ziemlich anmutig, oder etwa nicht? Wir wollen nur deine Freunde sein, Grappon. Ich wünschte, du könntest uns erzählen, warum du nicht im Reservat bleiben möchtest, Grappa. Ja, und jetzt? Dieses Grappon sieht total erschöpft aus. Es sollte sich dringend ausruhen. Eines Tages werde ich dich umarmen, Grappa. Und es wird großartig sein. Ich glaube, Grappa mag uns. Ich wusste es. Ich wusste es einfach, dass unter dem rauen Äußeren und der zauberresistenten Haut ein zuckersüßer Kern steckt. Du lieber Himmel, jetzt bekomme ich Appetit auf Süßigkeiten. Du kannst dich später vollstopfen, Barnaby. Jetzt müssen wir uns auf das Grappon konzentrieren. Natürlich. Wir haben uns mit dem Grappon angefreundet. Jetzt werden wir bestimmt herausfinden, warum es nicht im Reservoir bleiben möchte. Da scheinst du dir ziemlich sicher zu sein, Barnaby. Nun, dasselbe ist auch passiert, als wir uns miteinander angefreundet haben. Oder etwa nicht? Ich war rau und stark und zäh und etwas abweisend und... Barnaby, all diese Wörter bedeuten ein und dasselbe. Aber ich glaube, ich weiß, was du sagen möchtest. Du findest, dass sich das Grappon ähnlich hält wie du, richtig? Ja, genau. Wir sind beide unter unserem rauen Äußeren sehr freundlich. Und wir laufen beide manchmal ziellos davon. Davonlaufen? Oh. Oh nein, wohin ist Grappon verschwunden? Vielleicht hätte ich früher was sagen sollen. Ich habe gesehen, wie es davongelaufen ist, aber ich war so von unserem Gespräch über Grappon abgelenkt, dass ich es nicht erwähnt habe. Tut mir leid, Cody. Schon in Ordnung, Barnaby, ich verzeih dir. Ach wirklich? Weißt du, du bist wirklich einer der besten Freunde, die ich jemals hatte, Cody. Danke, Barnaby. Aber wir müssen Grappa finden. Jedes Mal, wenn es davonläuft, gibt es irgendwo Ärger. Ich habe gesehen, in welche Richtung Grappa gelaufen ist. Es ist Richtung Schule gelaufen. Dann werden wir dort als nächstes nachsehen. Los, Barnaby. Wir müssen das Grappon finden, bevor es Chaos und Zerstörung verbreiten kann. Ja, das suchen wir dann in der nächsten Folge. Oh. Ich glaube, ich habe eine Idee, wo das Grappon sein könnte. Folge mir. Nee, ich will erst gucken, was habe ich denn hier? Ich habe wieder Papier und Münzen. Na, das ist doch, lohnt sich ja überhaupt nicht. Nee, ich sag jetzt, mach wieder Tschüss. Over and out, wir suchen in der nächsten Folge.